Hallo, hier ist mal wieder Blu-Red vom Jesus-Clan. Heute stelle ich euch mal zur Abwechslung kein einzelnes Spiel vor, sondern vielmehr die Webseite archive.org und hier speziell die MS-DOS Games Library. Was ist das? Es ist im Prinzip eine Sammlung aus ca. 2500 Spiele, die alle online im Browser gespielt werden können. Ich werde das mal hier demonstrieren, hier an dem Spiel Prähistorik. Die Webseite ist leider noch nicht hundertprozentig ausgereift. Die Ladezeiten sind durchwachsen, bei manchen Spielen etwas länger, bei manchen Spielen noch länger. Aber dennoch ist die Aufmachung sehr schön. Man hat eine Beschreibung, um was es beim Spiel geht, wie hier zu sehen. Das Erscheinungsjahr, den Publisher und so weiter. Hier eine nette Begrüßung vom Entwickler. Yeah, das Spiel wurde vom 286er programmiert. 1992, ein richtiger Oldie. Gut, Steuerung bei diesen Spielen muss man leider immer selber rausfinden. Ich habe hier noch kein Handbuch oder sowas gefunden zu den einzelnen Spielen. Aber bei so einfachen Spielen wie dem hier ist jetzt nicht so kompliziert. Man sieht, das Spiel startet und wir können mit unserem Spiel beginnen. Da alles noch ein bisschen im Beta-Status ist, haben wir leider ein kleines Problem. Der Vollbildmodus hat bei mir jetzt nicht hundertprozentig funktioniert, weswegen ich hier das Spiel einfach mal im Fenstermodus spielen werde. Die technische Realisierung wird dabei von EM-DOSBox in Browser-Emulator bewerkstelligt. Dieser Emulator sorgt dafür, dass wir die Spiele direkt im Browser spielen können. Leider schreibt auch archive.org auf seiner Seite, dass dies noch alles im Beta-Status ist. Wie gesagt, Vollbildmodus hat man ja schon erwähnt. Hier das Spiel. Spielt sich ganz nett. Ist halt ein klassisches Jump'n'Run. So wie man es früher vom 286er halt noch kennt. Nett und schick umgesetzt. So, das soll aber nicht unser einziges Spiel bleiben. Ich switch mal zurück und suche mir mal das nächste Spiel raus. Was sehe ich hier? Einen Klassiker, Maniac Mansion. Auch dies können wir hier online spielen. Und los geht's. Auch hier sehr schön gemacht. Wir haben hier das Erscheinungsjahr, den Publisher aufgelistet. Und ein bisschen weiter unten, wenn ich jetzt mal runterscrollen würde. Da haben wir dann auch noch die Description, also kurze Einführung in die Story. Auch hier haben wir leider keine Anleitung dazu. Das heißt, wir müssen selber rausfiddeln, wie es funktioniert. Ich scroll mal wieder hoch und suche mir einfach mal ein paar Charaktere aus und zeige mal geschwind den Anfang vom Spiel. Wunderschönes PC-Speaker-Gedudel, so wie man es kennt oder kannte, bevor Soundkarten erfunden worden sind. Kleine Lüge, Soundkarten gab es schon recht früh mit dem Adlib-Standard. Aufgefallen ist mir allerdings eins, dass bei vielen Spielen zwar schon General MIDI als Standard für die Musik unterstützt worden ist zur damaligen Zeit, es hier im Emulator aber nicht umgesetzt wurde und man sich mit einem OPL-Sound begnügen muss. Gut, hier noch kurz zum Spiel, kennt ja jeder, man muss einen Schlüssel aufnehmen. Und kann dann entsprechend mit den Gegenständen hier in der Welt interagieren. Scrollen wir mal weiter. Was gibt es denn sonst noch, was wir so kennen? Wie gesagt, es sind 2500 Spiele. Ich kann hier leider nicht auf jedes Spiel eingehen. Es sind viele großartige Klassiker dabei und auch viele Spiele, wo nicht ganz so toll waren, wie ich persönlich finde. Hier noch ein weiteres Highlight, Zack McCracken. Hier aber auch bloß geschwind ausschnittsweise. Auch hier gilt alles vorherig Gesagte. Vollbildmodus ist halt nicht. Ladezeiten sind durchwachsen und das Spiel lässt sich dennoch zumindest wunderbar anspielen. Auch hier wieder PC-Speaker als Soundausgabe, die natürlich adäquat hier emuliert wird. Thank you.
Und hier könnten wir dann theoretisch loslegen. Gut, ich switch mal zurück, gucken wir mal nach dem nächsten Spiel. Oh Mann, hey, hier sind so viele Klassiker drin, wirklich genial. Früher hätte ich mir das halbe Bein ausgerissen, um diese Spiele spielen zu können. Hier muss man wirklich sagen, danke an die ganzen Publisher, Entwickler, die ihre Spiele hier zur Verfügung stellen. Ein kleiner Pferdefuß hat es allerdings, man kann die Spiele nur hier im Browser spielen, man kann sie leider nicht runterladen. Schade, das wäre natürlich super genial gewesen, wenn man sich das Spiel runterladen könnte und dann einfach so spielen könnte auf seinem eigenen PC mit halt entsprechend DOSBox-Emulator. Hier sehen wir Catacomb 3D, der Vorläufer eines doch relativ bekannten Wolfenspiels, also ja, ich brauche es ja nicht verheimlichen, das heißt Wolfenstein. Hier ist eigentlich so der direkte Vorgänger davon. Davor gab es, glaube ich, noch Hover Tank 3D als Vorgänger von Catacomb Abyss. Hier eins der Erstlingswerke von id Software. Das böse Wolfenstein findet man übrigens auch hier in der Library. Zeigen darf ich es leider nicht. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Hier, au, oh, Hokus Pokus. Auch dieses Spiel kenne ich noch aus meiner, sage ich mal, Kindheit wäre falsch ausgedrückt, aus meiner Vergangenheit. War auch ein sehr schönes Jump'n'Run-Spiel. Sehr schön gemacht vom Sound, auch sehr schön von der Grafik für die damaligen Verhältnisse. Und wir starten auch direkt ins Spiel. Hier sieht man auch eindeutig, dass es keine Demo ist, sondern eine Vollversion des besagten Spiels. Wir drücken eine Taste und los geht's. Für die damalige Zeit hatte das Spiel einen netten Soundtrack. Ich meinte, das war auch ein OPL 3, was es da unterstützt hat. Also eine schöne FM-Synthese. Hat sich toll angehört. Hier sehen wir die Beschreibung des Spiels und ich zock einfach mal ein paar Sekunden an, damit ihr mal seht, wie das ausgeschaut hat damals. So, diesen Kristall hier müssen wir einsammeln. Davon gibt es in diesem Level 5. Wenn wir die haben, ist die Runde rum. So lange möchte ich aber nicht spielen. Wie gesagt, ich möchte es bloß mal geschwind ausschnittsweise zeigen, dass man sieht, dass es funktioniert. Und ich finde, man kann heute immer noch seinen Spaß mit diesen doch sehr gut gealterten Klassikern haben. Weiter geht's. Wir gehen wieder zurück, suchen uns das nächste Spiel aus. Ah, Gunship 2000. Genau, das habe ich sogar noch als Originalbox bei mir im Regal. Und auch die dazugehörige CD-ROM. Hier muss man allerdings anmerken, dass Gunship 2000 einen Kopierschutz hatte. Und hier kommen wir auch leider gleich zum Pferdefuß von archive.org. Es gibt einige Spiele mit einem Kopierschutz, zum Beispiel gerade Gunship 2000. Zack McCracken meint, ich hätte auch einen Kopierschutz, ebenso wie Maniac Manson. Das heißt, man kann das Spiel nur bis zu dem Punkt spielen, bis der Kopierschutz abgefragt wird. Im Falle von Gunship können wir uns das Briefing noch anschauen. Und sobald wir aber die Mission starten möchten, werden wir um die Eingabe von GPS-Frequenzen gebeten. Diese Frequenzen haben wir leider nicht, deswegen können wir das GPS-Tracking im Spiel nicht aktivieren. Und so gesehen ist es zumindest bei Gunship gemacht, dass man das Spiel dann nur in einer Art Demo-Modus spielen kann. Bei den anderen Spielen wie Zack McCracken kommt man halt bis zu einem gewissen Punkt und ab da kommt man dann nicht mehr weiter. So viel dazu. Ich gehe mal wieder zurück. Was haben wir sonst noch? Ja, hundertprozentig ausgereift ist es wie gesagt nicht. Hier habe ich mal das Spiel probiert, das leider aufgibt, weil es sagt, es kann die CD nicht finden oder es hat Probleme beim CD-Zugriff, nachdem es eine Ladezeit von ca. 10 Minuten hinter sich hatte. Also wirklich performant ist es nicht, aber im Großen und Ganzen ist es eine schöne Sache, wo auch recht gut funktioniert. Hier haben wir einen alten Bekannten, den habe ich dem letzt erst vorgestellt, und zwar in der aktuellen Version Rise of the Triad. Auch dieses Spiel findet sich hier in der Library. Zu Rise of the Triad brauche ich, denke ich, auch nicht mehr allzu viel sagen. War angedacht als Nachfolger von Wolfenstein.
ist aber dann letztendlich als eigenständiges Spiel erschienen. Wir starten es einfach mal und gucken uns mal geschwind kurz das Gameplay an. Manchen Leuten wird das Spiel bekannt vorkommen. So, wie man hört, diese Musik ist auch FM-basiert. Das Spiel hatte aber zur damaligen Zeit, wenn ich mich richtig entsinne, bereits General MIDI-Unterstützung. Und der Soundtrack auf einer General MIDI-kompatiblen Karte war echt geil, muss man wirklich so sagen. Die Gewaltdarstellung in diesem Spiel, wie zu seiner Zeit üblich, hoffnungslos übertrieben. Deswegen wechseln wir jetzt zu einem etwas gemäßigteren Spiel. Prince of Persia. Ebenfalls ein Klassiker, den viele von euch bestimmt kennen werden. Ein Spiel, in dem man unter Zeitdruck eine Art Jump'n'Run oder Plattformer, wird man heute zu sagen, durchlaufen muss und zum Abschluss bringen muss. Die Animation und auch die Steuerung von Prince of Persia war damals wirklich super gemacht. Man hatte viele Möglichkeiten, sich zum Beispiel an diesen Absätzen hochzuziehen, sich herunterzulassen, längere Sprünge auszuführen und so weiter und so fort. All das sorgte dafür, dass das Spiel doch sehr kompliziert war. Und nicht zu vergessen, wir stehen hier permanent unter einem Zeitdruck. Das heißt, wir müssen das Labyrinth schnellstmöglich durchlaufen haben. Hier müssen wir wieder hoch. Da kommen wir auch schon in die nächste Kammer oder Level, oder wie man es nennen will. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Das war die Webseite archive.org und auf dieser Webseite das MS-DOS-Spielearchiv. Jeder, der sich für Klassiker interessiert, ist hier richtig. Jeder, der mal ein paar alte Spiele ausprobieren möchte, die er vielleicht noch nicht kennt, ist hier herzlich eingeladen, diese auszuprobieren. Ich finde es echt genial, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Eine tolle Leistung, hier die Spiele zu erfassen, die Story dazu zu schreiben, das Ganze den Leuten zur Verfügung zu stellen. Natürlich auch ein Dank an die Publisher, die hier Einverständnis gegeben haben. Klasse Sache. Ich bin der Blue Red vom Jesus Clan. Schaut doch mal bei uns auf der Webseite vorbei. Bis zum nächsten Mal.